Hallo und herzlich willkommen zurück bei Sammlerwelten. Ja, Magitex, die Champions League Serie ist jetzt auch endlich bei mir rausgekommen. Vor ein paar Tagen schon. Ich glaube vor 3 Tagen oder so. Jetzt werde ich die auch mal öffnen. Allerdings nicht alle 10 Booster, sondern ich fange erstmal mit 5 Boostern in diesem Video an. Ich habe 3 Booster schon zurückgelegt für die Booster-Sammlung. Da wird auch nochmal irgendwann ein Update kommen. Da habe ich jetzt schon über 10, ich habe glaube 15 neue Booster oder so. Ja, so sehen die neuen Magitex Saison 2017-2018 Booster aus. Ziemlich cool. Und was gibt es denn alles für Karten? Das steht hier sehr klein drauf. Ich denke nicht, dass man das lesen kann. Dafür ist meine Kamera einfach nicht gut genug. Jetzt ist gerade die Aufnahme ein bisschen unterbrochen. Ich muss nochmal hier ein bisschen fokussieren. Ich hoffe, dass man das gut genug lesen kann. Ich werde mir jetzt gerade mal ein anderes Booster nehmen und das hiervon einfach ablesen. Das kann ich so nicht sehen, wenn das so nah an der Kamera ist. Also, es gibt 446 Karten, 294 Base-Karten, 21 Duo-Karten in jedem 3,5. Paket, 21 Club-Logos in jedem 3,5. Paket, 21 defensive Dynamo, also Defensive Dynamos in jedem 4,2. Paket. Hot Shots gibt es 21 in jedem 4,2. Paket. 16 Winners 2016-2017 in jedem 1,5. Paket. Ne, in jedem 5. Paket. Ein Real Madrid Duo in jedem 96. Paket. Interessant. Ein Real Madrid Club Badge, also das Club-Logo. Irgendeine besondere Variante in jedem 96. Paket, 22 Man of the Match in jedem 5. Paket, eine Trophy Card in jedem 128. Paket, alle 11 UCL All-Star Karten in jedem 6. Paket, Hattrick Heroes in jedem 25,6. Paket und 11 100 Club Cards, 100 Club Cards, also die Club 100 Karten gibt es 11 Stück in jedem 12. Paket. Also es gibt ziemlich seltene Karten. Da scheint mir die Trophy Card in jedem 128. Paket fast die seltenste Karte zu sein. Aber es gibt natürlich noch seltenere Karten, weil zum Beispiel die Real Madrid Duos gibt's auch nur eins. Ich dachte, da gibt es vielleicht irgendwie 5 verschiedene oder so, aber es gibt nur eins. Und wir öffnen das einfach mal. Ich will jetzt hier nicht so viel Zeit verschwenden mit Reden. Es gibt jetzt auch wieder für Magitex Live diese Pro 11 Karten. Und ich weiß nicht, ob hier so ein... Ja, hier ist so ein Code, den könnt ihr einlösen. Könnt ihr, glaube ich, wieder was gewinnen oder so ähnlich. Paris Saint-Germain, Di Maria, ein sehr guter Spieler. 31 und 82. Die Karten sehen auch ziemlich geil aus, muss ich sagen. Liverpool, wen haben wir hier? Den Torwart. FC Porto. Aboubakar. Und das hier ist, glaube ich, eine Duo-Card. Was ist das für eine Karte? Defender-Card. RSC Anderlecht. Und Kaiser, Dominik Kaiser, ein Deutscher, spielt für RB Leipzig. Ja. Und die besondere Karte in diesem Pack ist Kovacic, ist ein 2016-2017 Winner. Das heißt, in jedem 5. Paket ist so eine Karte zu finden. Ja, sieht ziemlich cool aus. 77-70 hat der. Also eine Winners-Card. Schreibt mal in die Kommentare, ob ich diese Serie auch sammeln soll. Oder ob ich jetzt erstmal Magitex, die normale Bundesliga-Serie, weiter öffnen soll und da ein bisschen Mappen-Updates machen soll. Ich habe da auch schon ein paar Karten getauscht jetzt, also ich habe schon mehr Karten, als ich im letzten Mappen-Update hatte. Umiti. Umtiti. Yes. Schon verlesen hier. Ich habe schon mehr Karten, als ich im letzten Mappen-Update hatte. Ich habe allerdings noch nicht alle Karten, also mir fehlen noch einige. Toprak für den BVB. Manchester. Pogba. Also das sind ja echt hochklassige Spieler hier nur. Herrera, Bernardo auch für RB und eine besondere Karte, ein Forward, das ist eine Hotshot-Karte, ja, das ist eine Hotshot-Karte, Robert Lewandowski ist vermutlich jetzt hier, ich hoffe, noch seltener als die andere, was Hotshot-Karten sind in jedem 4,2. Paket, also gar nicht so selten, aber
Robert Lewandowski natürlich direkt hier ein Bayern-Spieler. Das dritte Booster öffnen wir, gucken mal, was sich hier drin befindet. Wieder ein Code, den ihr einlösen könnt online. Paris Saint-Germain, Neymar Junior, also nur die besten Spieler, ist ja auch klar, ist ja Champions League. Jordi Alba, Smalling, Dendonka, Verbitsch und Danny Alves als UCL All-Star. Das hört sich auch schon wieder an nach einer seltenen Karte. UCL All-Star in jedem sechsten Paket. Da gibt es nur 11 Karten von. Nicht schlecht, mit 93 Abwehr, ja. Hat er verdient. Das nächste Booster-Pack öffnen wir auch. Vielleicht haben wir weiterhin so viel Glück. Ein weiterer Code für euch. Und Otamendi. Paris Saint-Germain, eine weitere Karte. Rabiot. Für den römischen Sportverein Perotti. FC Basel, ja, wer ist denn das? Steffen ist das, aha. Eriksen und Dele Alli als Midfield-Duo und Glick als Defender-Card, also als Defensive-Dynamo-Karte. Ja, hat aber nur 82. Die andere Karte hier, der Hotshot, hatte mehr. Naja. So, nee, ein UCL All-Star war das, genau, der hatte mehr. Gut, ist auch verständlich. Ein All-Star ist ja meistens besser. Noch eine weitere Karte zum Einlösen. Und Alex Vidal. Rashford. Nainggolan, okay. Akani und unser erstes Club-Logo. Feyenoord Rotterdam. Feyenoord. Wie spricht man das richtig aus? Ich hoffe, es war korrekt. Und Danilo als Midfielder, als Man of the Match-Karte. Wie oft kommen die Man of the Match-Karten denn vor? Man of the Match-Karte in jedem fünften Paket. Aber die sieht ziemlich cool aus. Es glitzert ziemlich kräftig. Nicht schlecht. Ja, das war das allererste UCL Match Attacks 2017-2018 Pack Opening. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst einfach einen Daumen nach oben da, wenn ihr hiervon Karten tauschen wollt. Ich werde die wahrscheinlich nicht so intensiv sammeln, weil ich finde, die Bundesliga-Karten, das ist immer noch schön zum Sammeln, aber die Champions-League-Karten sammle ich irgendwie nicht so intensiv. Aber wenn ihr irgendwie eine Match-Attacks-Karte habt, die mir fehlt und unbedingt eine Karte haben wollt hiervon, dann schreibt mir es einfach in die Kommentare, dann können wir uns sicherlich einig werden und die tauschen. Ja, das war's mit diesem kleinen Video. Bis dann, euer Sammlerwelten.